Willkommen zurück zum Let's Play Farthest Frontier. Mein Name ist Koex und in dieser Folge werden wir, wie angekündigt, das Handelsviertel so ein bisschen umbauen. Wir werden hier diesen ganzen Bereich einfach mal umbauen, ein bisschen sicherer machen, gerade gegen Plünderer. Auch wenn wir natürlich außen herum in der letzten Folge für genug Sicherheit erstmal gesorgt haben, werden wir das trotzdem hier nochmal extra sichern. Das ganze Handelszentrum und auch die Gebäude drumherum. Und dann bauen wir rechts und links davon die Industriegebäude auf. Ne, dafür ist es auch notwendig, dass wir diese ganzen Gebäude einfach mal zur Seite schaffen. Jetzt demnächst werde ich dann gleich mal ohne euch machen. Und wir werden wahrscheinlich genau in dieser Folge auch noch uns hier um die Baumschulen nochmal abschließend kümmern. Vielleicht nochmal ein, zwei extra Baumschulen hier ranbauen. Vielleicht auch nochmal die Blaubeerenfarm hier aufbauen in dem Bereich. Hatte ich mir überlegt. Und dann können wir auch das ganze Thema Landwirtschaft für dieses Let's Play eigentlich abschließen. Dann haben wir auf jeden Fall genug von allem. Und dann produzieren wir vielleicht auch genug Konserven, zumindest Obstkonserven. Gemüse konservieren wir aktuell ja nicht und werden wir wohl auch nicht machen in dem Let's Play. Liegt einfach daran, dass Glasware extrem wertvoll ist und schwierig ist herzustellen. Und man braucht einfach extrem große Mengen. Und die Bevölkerung, wirft das Glas leider nach Benutzung wohl weg oder vergräbt es, wirft es in See, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es nicht recycelt. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal mit der Plündererarmee an, die uns gerade angreift. Gucken wir mal, wie unsere Verteidigung hält. Hier werden wir natürlich erstmal leicht überrannt. Gucken wir mal, wie unsere Verteidigung da ist. Ihr könnt natürlich, ne, wenn ihr angegriffen werdet, ich meine, Plünderer sind jetzt nicht das ganz große Ding für uns, könnt ihr natürlich noch schnell, weiß nicht, Soldaten hier extra reinpacken oder natürlich auch in eure Türme. Ist jetzt auf der Seite bei uns nicht notwendig. Gehen natürlich gerne auf den Turm. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir auch auf der Seite angegriffen werden. Leckt es mal wieder ohne Ende. Genau, diesmal hat es, ne, verteilt sich der Angriff so ein bisschen. Ein Teil kommt hier entlang. Der andere läuft auf der anderen Seite des Sees entlang. Und wir sehen hier, haben wir überhaupt keine Probleme. Wenn wir mal auf der linken Seite gucken, dürfte uns hier eigentlich auch nicht viel passieren. Ja, im Moment greifen sie natürlich noch den Turm an, von dem sie geschossen werden. Ein paar laufen durch. Na, gehen wie meistens halt auf das Tor, weil es eben den geringsten Widerstand bietet. Ein paar Scheren aus, aber hier haben wir ja auch ein paar Türme. Und ihr könnt natürlich auch immer die Soldaten von den anderen Kasernen aus eurer Siedlung, könnt ihr immer dahin schicken, wo ihr angegriffen werdet. Wenn ihr das früh genug macht, kommen sie wahrscheinlich auch rechtzeitig an, je nachdem wie weit die Kaserne entfernt ist, beziehungsweise die Festung. So, und jetzt ist der Angriff eigentlich auch schon abgewehrt. Einfach nur den Turm wieder aufbauen und gut ist. Jetzt haben wir noch einen weiteren Händler bekommen. Schauen wir uns den auch nochmal an. Das ist Masuke. Bei dem können wir auch oft sehr viel Geld verdienen. In dem Fall allerdings wohl nicht. Weil wir könnten hier Kerzen auf jeden Fall mal verkaufen. Habe ich ja eine starke Überproduktion eingestellt. Dann haben wir hier unten noch, was könnten wir kaufen? Gewürze, allerdings sehr, sehr teuer. Wir haben noch welche, von der lasse ich das. Und der Rest interessiert uns eigentlich nicht. Machen wir mal einen schnellen Vorlauf. So, jetzt sind endlich alle Kerzen da. Wir werden den Rest nochmal hier verkaufen. Und der Rest interessiert uns erstmal nicht. So, wir beginnen mit dem Umbau. Wir werden heute übrigens auch das letzte Gebäude bauen, was wir noch gar nicht gebaut haben in diesem Let's Play. Das ist die Schatzkammer. Zuerst einmal werde ich allerdings hier den ganzen Zaun abreißen und genauso können wir Straßen abreißen, zumindest diese Wege. Dann werde ich auch mal das Handelszentrum so ein bisschen verschieben. Müssen wir auch mal achten, drauf achten, Bretter, ne, werden gerade ein bisschen weniger. Das spricht oft dafür, wenn Bretter plötzlich bei euch runtergehen und es liegt nicht an Bauprojekten,
dann kann es daran liegen, dass es so eine Art Reparaturwelle gibt. Das heißt, viele Gebäude brauchen gerade gleichzeitig Reparaturen, also Instandhaltung. Das zieht dann manchmal extrem an den Holzbrettern. Und da ruhig ein paar mehr, wie heißen die nochmal, Sägegruben bauen. Oder Sägewerke ist es ja dann auf Stufe 2. Ruhig mehrere davon bauen und dann immer, ich sag mal, die Arbeiteranzahl anpassen. Ja? Da, wo es, wenn ihr einen guten Puffer habt von ein paar hundert im Endgame, von vielleicht 500, 600, könnt ihr Arbeiter rausnehmen. Und wenn ihr dann merkt, jetzt kommt eine Reparaturwelle, jetzt geht auf einmal die Bretter, gehen extrem nach unten, dann einfach wieder ein paar mehr Arbeiter reintun und gut ist. So, bauen wir das Gebiet doch gleich auch ein bisschen schöner, ein bisschen hübscher auf. Ja, die Türme werden wir auch in dem Bereich auf jeden Fall lassen. Sollte doch mal Plünderer durchkommen, dass wir da auch ein bisschen Verteidigung haben. Deine sind übrigens aktuell nur so niedrig, weil wir gerade das Handelszentrum verschieben. Das müsste sich gleich wieder korrigieren. So, dann nehmen wir mal die Lagerhäuser, die wir in der letzten Folge schon beiseite geschoben haben. Wir brauchen natürlich auch unsere, wo sind wir da? Rübenkeller. Ja, das Prinzip bleibt weiterhin gleich, so wie wir uns das am Anfang vom Let's Play schon überlegt haben. Einige Lagerhäuser auf jeden Fall sehr nah am Handelszentrum haben, damit die Wege im Kurs sind. Wenn ihr Dinge verkaufen wollt. So steil sieht das hier gar nicht aus, wie ich finde. Müsste man eigentlich drauf bauen können, nach meiner Erfahrung, aber irgendwas scheint da doch nicht zu stimmen. Müssen wir mal kurz warten. Und dann können wir wahrscheinlich auch das zweite Warenlager hier platzieren. So, was haben wir noch? Wir bauen das Gebäude, was wir noch nicht gebaut haben, in diesem Let's Play. Wo ist es? Unter Lager haben wir hier noch die Schatzkammer. Die Schatzkammer ist dafür da, die wertvollen, ich sag mal, Waffen, Rüstungen, wie auch das Gold zu lagern. Ist aber, wie ihr seht, da wir es jetzt erst bauen, nicht unbedingt ja, notwendig in diesem Spiel. Ist optional. Kann man natürlich mit reinnehmen, muss man nicht. Weil man sich natürlich auch anders gut verteidigen kann und das Ganze ab und gut schützen kann. Genau, dann haben wir das Gebäude auf jeden Fall auch schon mal gebaut. Warten jetzt natürlich, bis es aufgebaut wird.
Dann möchte ich in der Nähe auf jeden Fall auch nochmal eine Kaserne haben, eine weitere. Die wir hier einfach mit hinbauen. Für unseren Schutz. Und dann werden wir auch noch eine Mauer drumherum bauen. Damit dieser Bereich, speziell dieser Bereich, ein bisschen besser geschützt ist. So, zusätzlich wollen wir auch unsere Schatzkammer noch mal ein bisschen extra schützen, weshalb ich hier auch noch mal eine Mauer drumherum ziehen werde. So, was brauchen wir noch? Wir könnten auf die rechte Seite ja auch ganz gut vielleicht unsere Wagenwerkstätten hinbauen. Da haben wir ja auch einige. Werden wir wahrscheinlich noch mehr bauen. 4 Stück sind schon... Also alle Wegen sind unterwegs die ganze Zeit bei 4 Gebäuden mit jeweils 2 Wegen und Arbeitern. Ich denke mal, da werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr reintun. So, zusätzlich, wie gesagt, Baumschulen. Bauen wir hier einfach auch nochmal ein paar hin. Ja, erstmal 2 Stück. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall schon... Die Fläche wird dann abgedeckt sein. Vielleicht nochmal 1 oder 2 nach links. Und dann könnte man hier in diesem Bereich vielleicht so die Blaubeerenfarm hinsetzen. Könnten wir eigentlich gleich auch schon mal mit anfangen. Wobei, nee, ich habe noch keinen genauen Spot dafür. Ich würde vorschlagen, wir lassen das Ganze jetzt erstmal aufbauen. Zusätzlich werde ich in der Zwischenzeit, diese ganzen Gebäude, ne, wir brauchen ja jetzt rechts und links von diesem Handelsbereich, möchte ich ja jetzt Platz haben, um die Industrie nochmal so anzuordnen, wie ich es dann haben möchte. Also auf der linken Seite auch. Das heißt, wir werden unsere Scheune hier verschieben, weiter nach links. Und die ganzen Gebäude, die dazugehören. Ich werde hier auf der rechten Seite jetzt mal alle Gebäude einfach nur an einen anderen Ort erstmal packen, ne, wo ich sie erstmal nur zwischenlagern möchte. Vielleicht hier oben hin, viele davon, damit wir hier dann den Platz haben und bei aufbauen können. Und ja, das mache ich alleine, ohne euch. Ich denke mal, das ist auch nicht so spannend. Ihr wisst, wie man Gebäude verschiebt. Und dann sage ich, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie man sehen kann, sind die ganzen Gebäude jetzt verschwunden. Wo habe ich die hingepackt? Die keinen negativen Einfluss auf die Attraktivität haben. Für die Wohnhäuser habe ich jetzt erstmal hier nach unten in die Ecke gepackt. Und alle anderen hier nach oben. Hier haben wir die Sägewerke, ein paar andere Gebäude und hier viel noch auf der linken Seite. Die ganzen Schmieden, Ziegeleien etc. Einfach nur alles erstmal aus dem Weg gepackt. Und hier auf der linken Seite eben auch die großen Scheunen nach links transportiert. Und hier haben wir auch noch ein paar wenige Gebäude. Und die Idee ist jetzt relativ simpel. Wir bauen hier auf der linken Seite, auf der rechten und auf der linken Seite zum Wohnhausgebiet hin, was ja hier unter uns ist, die Gebäude auf, die Industriegebäude auf, die keinen negativen Einfluss auf die Attraktivität haben. Und die einen negativen Einfluss haben, bauen wir einfach weiter ja dann nach oben. Ne? Also weg von den Wohnhäusern. Ich denke, das ist klar. Wenn wir hier erstmal so viele nicht... Straßen hier abreißen. Die werden wir so nicht mehr brauchen. Schatzkammer ist auch fertig aufgebaut. Können wir uns mal anschauen. Relativ unspektakulär. Ne? Hier wird jetzt das ganze Gold gelagert. Was wir eben haben, 15.000 Gold. Und eben die wertvollen Gegenstände. Wobei,
Lagerkapazität ist jetzt auch nicht extrem hoch. Man hat leider keine Stufe 2 oder so, von der vielleicht werden wir nochmal ein zweites bauen, weil wir im Moment einfach so viel Gold haben. Genau, das heißt jetzt aber auch für uns aus den anderen Lagerhäusern, ich glaube, hatte ich bei den meisten schon gemacht. War das eine hier noch? Genau, hier hatten wir noch ein bisschen Gold. Da werde ich jetzt auch den Haken rausnehmen, dass hier keine Goldbarren mehr hingebracht werden, sondern nur noch in die Schatzkammer. Und gut ist, ja, Mauer, wie ihr seht, ist auch schon fast komplett aufgebaut. Drumherum. Jetzt könnten wir eigentlich auch mal anfangen, die Wachtürme zu verschieben. Überleg gerade, wo ich die hinpacke. Vielleicht hier in den Bereich. Also ruhig einmal drumherum jeweils ein. Wie gesagt, die werden eh die meiste Zeit nicht besetzt sein. Weil wir sie die meiste Zeit auch gar nicht brauchen werden. Ne, weil die ganzen Armeen natürlich schon außen bei uns verzweifeln werden. Höchstwahrscheinlich. So, Kaserne ist auch fertig. Können wir direkt ausbauen zur Festung. So, das sind dann die drei Zugänge, die wir haben zu diesem Handelsbereich. Auch für die Händler, die uns ständig besuchen, aber auch natürlich für unsere Leute. Ne, können sie von links rein, von rechts rein und von unten. Unten gibt es auch jetzt kein Tor oder so. Ich überlege noch, was besser aussieht. Mit oder ohne Tor auf der linken oder rechten Seite. Ich lasse die Tore erstmal weg. Aktuell haben wir ja eh keine Probleme. So, jetzt können wir hier das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner machen. So, jetzt können wir eigentlich schon mal anfangen mit den ganzen Gebäuden. Und zwar überlege ich mir jetzt erstmal, wo ich die anderen Stapelplätze hinbauen möchte. Da wir von diesen Materialien so gut wie nichts eigentlich wirklich verkaufen, wenn überhaupt kaufen wir was ein, müssen die jetzt nicht sehr nah am Handelszentrum sein. Können wir mal schauen, dass wir die vielleicht ein bisschen verteilen über die Siedlung. Das macht ja so viel Sinn. Ja, hier werden wir wahrscheinlich nochmal viel Gelände einebnen müssen auf der rechten Seite. So, was haben wir noch? Alles, was keine Dings. Wir könnten hier die Wagenwerkstätte, könnten wir auch noch gut hier hin platzieren. Alles, was keinen negativen Einfluss auf die Attraktivität hat, könnt ihr natürlich auch sehr nah ruhig ans Wohngebiet bauen oder ins Wohngebiet sogar reinbauen. Ist auch kein Problem. So, wo waren die anderen Gebäude? Wir hatten hier auf jeden Fall, genau, wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Schusterwerkstätte. Ja.
Hier müssen wir auf jeden Fall Gelände noch mal ein bisschen einebnen. So, dann würde ich sagen, dann warten wir erstmal einen kurzen Moment auf der Seite, beziehungsweise könnten noch überlegen, ob wir die Schatzkammer komplett schützen. Machen wir das einfach nochmal mit dem Tor. Ist das komplett eingemauert. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, schauen wir uns mal die Baumschulen an, gucken, ob die auch schon fertig sind, die Gebäude. Müssten sie aber, nee, sind sie aber nicht. Warum auch immer sind die noch nicht fertig, nach, ich glaube, 2 Jahren oder so jetzt, die vergangen sind. Dann machen wir mal eine Priorität rein, dass das auf jeden Fall gleich fertig wird. Dann können wir hier auch weiterbauen. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir könnten hier noch eine kleine Straße reinbauen zur Schatzkammer hin, auch wenn das jetzt nicht unbedingt wichtig ist. Einfach nur für die Optik. Tor steht jetzt auch, ne? Das heißt, es ist jetzt auch besser geschützt. Genau. So, dann könnten wir hier an der Seite noch ein paar Tore hinpacken. Zumindest hier an der Stelle. Wie gesagt, hier lasse ich es einfach mal offen. Erstmal. Und auf der anderen Seite genauso. Wie gesagt, das sind jetzt hauptsächlich alles so Deko-Sachen, ja. Und ja, dann schauen wir mal, ob jetzt das Gelände eben genug ist, dass wir hier ein paar mehr Gebäude hinsetzen können. Wir waren ja bei den Schusterwerkstätten. Genau, hier ist nochmal eine. So, packen wir auch noch die zweite Fassbinderei auch irgendwo in die Nähe hier. Dann hätten wir hier unten nur noch ein paar Webereien, die wir noch versetzen könnten. Da die Flachs benötigen und unsere Farm auf der rechten Seite sind, würde ich sagen, schieben wir die Webereien auf jeden Fall auch auf die rechte Seite. So, dann haben wir nur noch ein paar Gebäude, die keinen Malus auf die Attraktivität haben. Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal ruhig die, die diesen Malus haben, diesen negativen Effekt auf die Attraktivität. Also die auf jeden Fall weiter weg von den Wohnhäusern stehen sollten. Also die Holzsachen ein bisschen mehr hier auf die linke Seite packen.
So, Weberei, wie gesagt, wollte ich eher auf der rechten Seite haben, damit die Wege kürzer sind, ne, von den Farmen, wo eben das Flachs herkommt. Dann würde das, denke ich, Sinn machen, die hier noch hinzupacken. So, dass wir auch immer überall natürlich genug Wasser haben. Einige Produktionsgebäude wie die Weberei brauchen ja immer Wasser. Werden wir auch auf jede Seite ein, zwei Brunnen packen. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, die brauchen eh alle kein Wasser. Hier hatten wir ja eben Brunnen. Dann haben wir hier noch einen auf der rechten Seite. Dann packen wir noch einen irgendwo hier auf die linke Seite, wo er gut hinpasst. So, dann können wir uns nebenbei vielleicht dann doch mal endlich die Baumschulen angucken. Sollten mittlerweile, genau, die zwei sind zumindest fertig gebaut. Wir haben ja gleich oder überhaupt noch so ein bisschen Problem mit anderen Bäumen, die dazwischen wachsen. Muss auch noch alles abgebaut werden. Und wenn ich es richtig sehe, sterben hier auch gerade unsere Pfirsiche ab. Das ist ein Teil davon. Ja genau, Lebensdauer nur noch 51 Monaten hier von einigen. Das heißt, wir werden das eh so nochmal so ein bisschen neu aufbauen müssen. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ein paar Birnen an. Ich glaube, Birnen hatten wir ja noch gar nicht in diesem Let's Play. Wir hatten ja nur die Äpfel und die Pfirsiche angebaut. Gucken wir mal mit dem Arbeitsradius, was das so alles reinpassen würde. Ich denke mal so noch einer. Ja, die Wege, die ich gerade ziehe, sind wie gesagt rein optischer Natur, sag ich mal. Die machen die ganze Sache jetzt nicht effizienter oder so. Ich denke mal, einer von diesen Sammlern, von diesen Angestellten hier von der Obstbaum oder von der Obstplantage, wird das locker alles ernten können, ja, was da an Früchten wächst. Da muss man sich keine Gedanken machen um, weiß nicht, die Wege oder so. Klar, es sei denn, ne, man baut das Gebäude jetzt extrem weit weg irgendwie von den Bäumen. Das wäre dann vielleicht doch irgendwann natürlich ein Problem, aber muss man sich nicht so viele Gedanken drüber machen. So, dann können wir hier eigentlich nochmal weitermachen, oder? Wir haben noch ein bisschen Platz, dann bauen wir doch mal weitere Obstplantagen, vielleicht nochmal ein, zwei Stück auf. So, gehen wir wieder zurück zum Handelsviertel. Ja, ein paar Dinge sind jetzt aufgebaut. Auf die ganzen Dekorationen oder viele davon. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, das Ganze. Ne? Und das ist eben auch von mir so gewollt hier, dass hier hauptsächlich so ein Asphaltlook gibt um die Lagerhäuser und das Handelszentrum herum. Ich meine, so viele Optionen haben wir ja aktuell leider eh nicht im Spiel, was Dekoration angeht. So, wir werden mal wieder angegriffen. Diesmal sind schon über 120 Plünderer, die uns angreifen, aber wie gesagt, Plünderer-Armeen immer noch nicht top ausgerüstet. Ich warte weiterhin auf eine größere Invasionsarmee, die gut ausgerüstet ist, dass wir unsere Verteidigungsanlagen außen herum wirklich mal gut testen können. Das sollte eigentlich kein Riesenproblem sein. Wahrscheinlich werden sie durchkommen durch die Mauer oder durch so ein Tor, aber sie sollten jetzt nicht großen Schaden anrichten können in unserer Siedlung. Gucken wir mal, ob sich das Ganze wieder aufsplittet auf der linken Seite, ob hier auch was kommt. Na, hier kommen auch ein paar, aber die stellen keine Gefahr dar. Die werden wahrscheinlich den Turm hier nur zerstören, wie immer. Und das war's. Und hier sehen wir mal wieder, was sie alles so drauf haben. Anscheinend arbeiten die auch im Zirkus oder so. Also auf jeden Fall können die hier gut balancieren. Aber ja, dauert alles sehr lange, was sie vorhaben. Und ich glaube, jetzt ziehen sie sich auch schon zurück.
So, das Gelände jetzt hier auf der rechten Seite ist so ein bisschen eingeebnet worden. Mal schauen, ob das reicht. Außerdem möchte ich gerne noch eine weitere Wagenwerkstatt bauen. Vielleicht hier auf der linken Seite. Ja, weil die echt gut genutzt werden. Wir haben ja auch recht viele Arbeitercamps aktuell um unsere Siedlung herum. Von daher werden die Wagen auch sehr, sehr gut benutzt. Und ja, nehmen wir gerne mit den Vorteil, dass die ganzen Ressourcen schneller transportiert werden. So, das ist erstmal nur eine Zwischenlösung. Wir gucken jetzt, dass wir vielleicht mal die Ziegeleien hier irgendwo reinbekommen. In das Gebiet. Da überlege ich aber gerade, ob ich vielleicht eine, also die dritte abreiße, weil so große Projekte haben wir nicht mehr. Ich denke mal, zwei Ziegeleien könnten reichen. So, hier auf der linken Seite können wir jetzt natürlich noch ein paar Straßen ziehen, die, das kann ich auch nicht oft genug sagen, die rein optional sind, ja. Ihr braucht in diesem Spiel theoretisch kaum Straßen ziehen. Eigentlich nur, wenn ihr, zum Beispiel für eure Wegen, ja, wenn sie unterwegs sind von eurer Landwirtschaft oder von irgendwelchen Arbeitercamps zur Siedlung, eigentlich würde ich, ne, muss das nur unbedingt mit Straßen versehen werden. Es erhöht halt die Bewegungsgeschwindigkeit von euren Arbeitern und Wegen. Aber ansonsten ist es nicht unbedingt notwendig, wie in anderen Spielen, Straßen zu ziehen. Wir gehen jetzt erstmal rüber zu den Baumschulen. Die müssten jetzt eigentlich mittlerweile fertig sein. Ja, sind sie die neuen zwei? Und dann können wir mal gucken, was wir jetzt noch anbauen. Wir haben zweimal Birnen gebaut, zweimal Äpfel, zweimal Pfirsiche. Können wir uns jetzt mal überlegen, ich würde sagen, bauen wir vielleicht nochmal ein paar Pfirsiche an. Wobei die sind sehr pflegebedürftig, also die Bäume sind immer, haben immer eine kurze Lebensdauer. Vielleicht ist doch Äpfel besser. Äpfel und Birnen, nehmen wir nochmal ein paar Äpfel. Oder nee, wir machen hier erstmal nochmal die Birnen weiter. Der Seite, das ist in Ordnung. So, dann haben wir doch ein recht großes Obstplantagengebiet. Wie gesagt, das können wir dann später nochmal ein bisschen ausbauen. Hier hatten wir ja eh schon so viele Äpfel. Wobei, das könnten wir eigentlich auch jetzt machen. Dann sind wir damit fertig. So, hier oben auf der linken Seite könnten wir dann ja noch die Blaubeeren hinpacken, also die Heidelbeeren. Hier auf der rechten Seite werden wir hier alles zubauen, noch mit wieder mit den 40 Bäumen. Also denke ich mal, nehmen wir dann hier oben links den Platz für die Heidelbeeren. Das heißt, ich werde jetzt auch nur mal die Gebäude hier verschieben. Die werden wir hier wahrscheinlich eh nicht brauchen. Ich frage mich gerade, warum wir die hier überhaupt hingebaut haben. Das ist okay. Ansonsten brauchen wir hier keine Unterkünfte mehr. Wahrscheinlich, achso, wir hatten ja hier Minen ursprünglich. Jetzt brauchen wir den Rahmen nicht mehr. So, dann schnappe ich mir jetzt mal die ganzen Heidelbeeren, ja, und die zwei Sammlerhütten. Und da das natürlich wieder, ja, ziemlich lange dauern wird, wir müssen ja jeden Strauß hier oder jeden Busch müssen wir wirklich einzeln jetzt versetzen, werde ich das mal ohne euch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Invasionsarmee verlangt Zahlung. Das ist möglicherweise der Angriff, auf den wir mal gewartet haben, um mal unsere Verteidigung zu testen. Das Gute ist in diesem Spiel ja eigentlich nur diese Invasionsarmeen können ziemlich schwer sein. Ich meine auch Plünderarmeen, wenn sie groß sind und ihr habt kaum Verteidigung, aber auf die kann man sich, finde ich, ganz gut einstellen. Invasionsarmeen, wie man sehen kann, ne, sind auch hier und da ein bisschen besser ausgerüstet. Haben auch Armbrustschützen, was nochmal besser ist als Bogenschützen etc. Und das wird auch eine größere Armee sein. Verlangt fast 16.000 Gold. Das liegt einmal daran, dass wir selber so viel Gold haben. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass die Armee eben besser ausgerüstet ist und dann dementsprechend auch mehr verlangen kann. Und wie das ganz genau berechnet wird, weiß ich nicht, aber es liegt auf jeden Fall an dem eigenen Gold, was man hat. Und ich denke auch an der Stärke der Invasionsarmee, weil die kann schon sehr unterschiedlich sein.
Auf jeden Fall können wir jetzt uns 12 Monate vorbereiten, was wir auch nutzen werden. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier, genau. Ne, Türme sind nicht doppelt besetzt. Die werden wir jetzt alle doppelt besetzen. Außerdem werden wir hier die komplette Festung voll machen mit Soldaten. Und wenn wir dann bereit sind, werden wir einfach auf Verweigern gehen und dann werden wir halt angegriffen. Ich werde jetzt gleich allerdings auch noch, ich kann das auch einmal zeigen, von den anderen Festungen werde ich jetzt die Soldaten einfach mal rüberziehen. Ja, wenn ich hier einfach Kampfgebiet markieren anklicke, kann ich die hier alle mal aufstellen. Und das werde ich, wie gesagt, jetzt von allen Festungen mal einfach alles vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich habe mich soweit erstmal vorbereitet. Ne? Wir haben hier extrem viele Soldaten jetzt in dieser Festung. Und die Soldaten, die wenigen aus den anderen Festungen, habe ich jetzt einfach mal hier hingezogen. Die werden uns jetzt bei der Verteidigung unterstützen. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das ist auf jeden Fall ein größerer Angriff. Im Moment sehe ich noch keine Belagerungswaffen. Doch hier links, ne? Ist einer. So eine Ramme. ...133 Plünderer gesichtet. Und ich überlege auch gerade, ob wir die Soldaten vielleicht auch rausschicken aus der Festung, weil sie eben von der Seite so angreifen. Wo wollen die eigentlich hin? Egal, lassen wir sie erstmal reinkommen. Aber gerade hier bei der Festung, in der Nähe der Festung, jetzt mit so vielen Soldaten. Ja. Werden die halt extrem beschossen. Jetzt sind sie hier durchgestoßen, durch die Mauer. Ja, schicken wir mal unsere Soldaten dahin. Hier werden sie keine Chance mehr haben. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ja, jetzt sind natürlich unsere Soldaten schon stark in der Unterzahl und werden natürlich zum Teil besiegt. Halten aber einiges aus, wie man sehen kann, ne? Mit der besten Rüstung, mit der Plattenrüstung, wie auch mit der schweren Bewaffnung. Machen sie auch einiges an Schaden. Hauptschaden kommt hier natürlich von den Türmen. Ja. Ein paar werden wahrscheinlich in die Stadt reinkommen. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht hier nochmal ein paar mehr Türme hinsetzen in der Zukunft. Aber eigentlich sieht das ja hier ganz gut aus. Ich denke, ich werde jetzt auch mal die Soldaten hier losschicken. Laufen in die Stadt. Werden wir hier mal unsere Türme besetzen zur Sicherheit. So, und jetzt hauen sie, glaube ich, auch schon ab. Ja, war mal ein größerer Angriff. Mit Soldaten, die dann auch wirklich gut ausgerüstet sind, im Gegensatz zu den Plünderern. Mal schauen, verschwinden jetzt alle, die auch in die Stadt gelaufen sind? Ich denke mal, ja. Ja, sieht gut aus. Hauen alle ab. Und ja, dann würde ich sagen, die Verteidigung insgesamt ganz gut auf der Seite. Wie gesagt, für Invasionsarmeen habt ihr immer die Zeit, euch vorzubereiten. Nutzt ruhig die Zeit, das ist, ne, nochmal ein großer Vorteil für euch.
Und wenn ihr dann solche Schwächen entdeckt bei so einem Angriff, dann könnt ihr das ja nochmal für die Zukunft nochmal ausmerzen, indem ihr da vielleicht ein paar Türme hinpackt oder nochmal eine Festung oder ähnliches oder eine Doppelmauer ziehen, dass sie vielleicht eher immer diesen Weg suchen. Könnte man natürlich auch machen, aber ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden, dass das so gut funktioniert hat. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir jetzt unsere Heidelbeerbusch-Farmen. Ja, habe ich einfach da in die Ecke gepackt. Die Bäume von den ganzen Obstplantagen sind jetzt auch schon aufgebaut. Ja, brauchen natürlich noch ein bisschen Zeit, bis sie richtig reif sind, sag ich mal. Und ja, dann kümmern wir uns doch nochmal kurz um die Konservierungsstätte hier. Die aktuell ja nur Obst konserviert. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal alle 6 Arbeiter reintun und dann jetzt auch noch Beeren mit reinnehmen. Gleich in einem, weiß nicht, doppelt so viel, also vielleicht 4:2 im Verhältnis. Ich denke, das können wir so erstmal ausprobieren. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir überhaupt noch genug Sand haben. Ne? Geht er runter, haben wir eben nichts genug. Geht uns langsam aus. Und das, was man eben regelmäßig einkaufen kann, ist nicht besonders viel leider. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Sand machen. Genau, hier mal haben wir die Glasmacherwerkstatt mit allen Arbeitern drin. Und da würde ich jetzt mal einfach mal 2 Arbeiter rausnehmen und dann langfristig eben schauen, ob das dann passt. Vielleicht reichen sogar 4 Arbeiter. Weil wie gesagt, leider braucht man extrem viel Sand dafür. Wir kaufen allerdings, wie man sehen kann, auch recht viel Glaswaren ein von den Händlern. Weshalb das dann am Ende vielleicht dann doch passt, müssen wir mal schauen. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Konservierungsstätte. Wie gesagt, die Idee ist jetzt ganz einfach, dass wir die Beeren hier, die Heidelbeeren und eben auch das Obst, so viel wie möglich eben davon konservieren können, damit es länger haltbar ist. Und ne, wie man sehen kann, haben wir jetzt auch einiges. Und ja, müssen halt nur schauen, ob wir mit den Glaswaren noch hinterherkommen. Das ist nämlich aktuell bei Patchstand 0.7.5f. immer noch ein Problem auf jeden Fall und muss unbedingt noch angepasst werden von den Entwicklern. Okay, dann bauen wir jetzt noch das Handelsviertel zu Ende, beziehungsweise die ganzen Industriegebäude. Wir können hier noch ein paar Straßen durchziehen, sodass die Wegen da ein bisschen schneller durchkommen. So, dann haben wir die Ziegeleien hier auf der Seite. Ich möchte gerne hier und da noch ein bisschen Platz lassen. Wahrscheinlich werden wir auch nochmal eine zweite Schatzkammer brauchen. Wobei im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Gold. So extrem viel haben wir nicht. Wobei wir haben im Handelszentrum über 20.000. Vielleicht brauchen wir da nochmal eine zweite. Darum lasse ich, ne, hier und da ein paar Lücken, falls da später noch andere Gebäude hinkommen. Darum werde ich auch jetzt hier die Industriegebäude nicht weiterbauen, sondern wir nehmen uns einen neuen Platz. Dann würde ich vorschlagen, vielleicht hier auf der linken Seite. Na, hier haben wir eben schon die, ich sag mal, Holzindustrie aufgebaut. Und dann würde ich sagen, packen wir vielleicht hier in den Bereich die ganzen Schmieden und so hin. Was haben wir hier eigentlich noch? Noch Schmiedewerkstatt und die ganzen Schmelzereien. Ne? Da haben wir ja sehr viele von. Okay, dann haben wir jetzt erstmal alle Gebäude versetzt. Ist auch ungefähr so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier unten das Wohnhaus, hier dann das Handelsviertel, ein bisschen besser geschützt mit den Steinmauern und den Türmen, die wir natürlich nur bei Bedarf besetzen werden. Na, haben noch eine Festung hier reingebaut, die aktuell auch keine Soldaten beherbergt, weil wir sie da nicht brauchen. Ein bisschen Deko ist schon drin. Ich denke mal, ich werde nach und nach immer mal wieder ein bisschen Deko hinzufügen. Das ist ja auch leider in diesem Spiel so ein bisschen lästig, sag ich mal, die Dekoration aufzubauen. Das dauert auch immer ewig. Kostet gar nicht so extrem viele Ressourcen. Wir haben mittlerweile ja genug Gold, aber ja, dauert halt lange immer das Aufbauen. Von daher machen wir das jetzt in dieser Folge auf jeden Fall nicht fertig. Ja, Gebäude sind aber grob gesetzt. Wir haben eine grobe Aufteilung, so wie es Sinn macht, auch von den Transportwegen her. Haben hier auf der rechten Seite einiges aufgebaut, auf der linken ein bisschen mehr Holzindustrie und eben hier auch die ganzen Schmelzereien. Und ein paar Schmieden. Ich habe kein Gebäude vergessen. Vielleicht werden wir hier das auch noch mal ein bisschen vielleicht auf die andere Seite packen in der nächsten Folge. Müssen wir mal schauen. Ansonsten bin ich insgesamt aber eigentlich erstmal zufrieden. Dann gehen wir mal noch zur
den Baumschulen. Gucken wir mal, was wir da in dieser Folge so geleistet haben. Ja, die Bäume wachsen immer weiter, sind noch nicht ganz gewachsen und dementsprechend noch nicht super reif. Von der gibt es noch nicht so viel Produktivität, aber wir kriegen immer mehr. Auch konserviertes Obst, was sehr, sehr gut ist. Wir können mal gucken hier oben, ne? Wir haben, wie man sehen kann, 1666 mal konserviertes Obst. Das ist schon einiges, was wir da jetzt schon auf Lager haben. Vielleicht sogar zu viel. Ja, könnten wir mal locker, weiß nicht, zwei Arbeiter rausnehmen. Dass wir auch nicht ganz so viel Glaswaren verbrauchen. Was haben wir da eigentlich noch? Ja, 2,5. Ich glaube, ich hatte jetzt zuletzt auch bei einem Händler wieder 200-300 eingekauft. Das ist zwar recht teuer, aber ja, für uns ist es ja stemmbar, bezahlbar, von der alles gut. Sieht eigentlich im Moment alles ganz gut aus, außer hier vielleicht die Kräuter müssen wir uns nochmal anschauen. Ansonsten haben wir eigentlich von allem genug und auch genug Gold mittlerweile. Ja, das ist eben das Ganze hier, die ganze Landwirtschaft. Diese ist jetzt mehr oder weniger auch fertig, also viel mehr plane ich hier nicht zu machen. Vielleicht nochmal hier und da ein bisschen was verschönern mit ein bisschen Dekoration. Ansonsten ist das Gebiet hier auf der Seite erstmal fertig. Die Fischerhütten hier auf der linken Seite, die da waren mit den Räucherhütten zusammen, habe ich jetzt da reingepackt. Da passten sie auch sehr gut rein. Arbeitsradius eben hierhin verschoben und gut ist. Und ja, das ist das, was wir in dieser Folge insgesamt geleistet haben. Das waren wieder für mich natürlich auch ein paar Stunden. Wir sind mittlerweile im Jahr 113, also auch schon recht weit. Ich denke mal so 120 werden wir noch erreichen. Und ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, vielleicht werde ich da noch ein bisschen, ne, hier Dekoration einsetzen, dass das alles noch ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten werden wir wahrscheinlich hier irgendwo auf die linke Seite gehen. Denn in der nächsten Folge habe ich vor, ein kleines Experiment durchzuführen. Und zwar irgendwo hier auf der linken Seite, wo ein bisschen flaches Gebiet ist, werden wir einen kleinen Außenposten bauen. Also richtig, ne, mit Marktplatz, mit Wohnhäusern etc. Und damit wir eben dann auch einen recht langen Weg haben zu unserer Hauptsiedlung, sage ich mal. Und ich möchte einfach mal testen, wie der Warentransport läuft. Ne, wir wollen da, weiß ich nicht, wir werden da ganz wenig Nahrung nur herstellen in diesem kleinen Außenposten. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, ein, zwei andere Waren. Und dann will ich mal schauen, ob die Waren aus der Hauptsiedlung, die wir in der kleinen, in dem kleinen Außenposten brauchen, ob die dann wirklich rechtzeitig ankommen oder ob uns die Leute dort, weiß nicht, verhungern, verdursten etc. Müssen wir mal schauen, ob sie versorgt werden oder nicht. Wir wollen da auch nicht hoch hinaus, also mir reichen da Wohnhäuser Stufe 1 und 2. Mehr will ich da gar nicht haben. Ich möchte nur mal testen, wie gut der Warentransport funktioniert von der Hauptsiedlung eben in einen kleinen Außenposten, der ein bisschen weiter weg ist. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ja, das war es dann erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.